Von einer Niederlage gegen die Ukraine will in Russland keiner etwas wissen. Da höre ich auch oft, wenn ich mit Leuten spreche, wie soll eine Atommacht gegen eine Nicht-Atommacht verlieren? Wie soll das gehen, heißt es hier. Er nennt es leider beim Namen, so unmenschlich wie das geworden ist. Und damit auch genau den Grund, warum Russland den Krieg tatsächlich nicht gewinnen darf, damit das nicht Konsens in der Politik wird. Nach dem Motto, ich habe Atombomben und die fassenden Raketen. Und damit gehört dein Land mir. Und ich mache mit deiner Industrie, deiner Wirtschaft und deiner Kultur, was ich will. Und wenn ich schlechte Laune habe, mache ich alles einfach nur kaputt. Das darf nicht sein, dass sowas in die Politik einzieht. Das gab es auch im Kalten Krieg nicht. Ja. Andere Staaten, die auch in Kriege verwickelt waren im Kalten Krieg, die auch Atommächte gewesen sind, wie auch danach, haben auch zugelassen, dass sie Kriege verlieren. Und da ist, so wie ich das bei dem Redakteur höre, offensichtlich in der russischen Gesellschaft auch die Differenzierung einfach nicht da, dass es definitiv Unwaffen sind. Wo man einfach gucken muss, dass sie nie in den Versuch einer Verwendung von irgendeiner Regierung für irgendetwas kommen dürfen. Diese Differenzierung, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, ich halte es auch für glaubwürdig, vermisse ich. Und damit ist für mich klar, dass der ukrainische Präsident Selenskyj recht hat und Russland diesen Krieg tatsächlich nicht gewinnen darf. Sonst bereuen wir das alle bis zu unserem ziemlich kurzfristigen Ableben, was dann nicht nur aufgrund solcher bestialisch geführter Kriege und der Versuch, Unwaffen zu verwenden, geschuldet ist, sondern auch tatsächlich dem Klimawandel, der mit diesen ganzen Kriegshandlungen weiter fortschreiten wird, schneller fortschreiten wird als sowieso schon etwas, was völlig unnötig ist und auch nicht sein darf. Produktionskapazitäten und kann wohl im Jahr mehrere hundert neue Panzer herstellen und auch mehrere hundert Panzer reparieren oder modifizieren. Also große Kapazitäten und Offensichtlich muss sich die russische Führung keine Sorgen machen, zu wenig Panzer zu haben. Diese Zahl, mehrere hundert pro Jahr produzieren zu können, ist schon sehr hoch. Ziemlich hoch. Und das macht es dann auch wirklich sehr pikant, dass der Alarm und die russische Propaganda sehr hoch gefahren ist, von Russland ausgehend. Lediglich, als man im NATO-Bündnis zusagte, dass man auch Panzer liefern wird und der Ukraine das zugesichert worden ist, das war dann auch keine Information von Russland und auch keine Reaktion, sondern tatsächlich Propaganda. Propaganda, die man uns allen, ohne dass wir irgendwas getan haben, überstülpt. Also es ging um die Lieferung von letztlich
wenigen, vor allem älteren Panzern von NATO-Staaten. Und in Russland hat man so einen enormen Alarm gemacht, obwohl man solche Produktions- und Reparaturkapazitäten hat und das auch weiß. Habe ich jetzt nirgendwo in den Medien gefunden, dass die russische Führung gesagt hat, sie wüsste nicht, dass sie bei ihrer Rüstungsindustrie so gut im Futter steht. Und Propaganda, wie es offensichtlich ist, das tut man befreundeten Personen und Staaten eigentlich nicht an. Und Russland unterzieht uns allen diesen, die russische Führung unterzieht, die russische Führung ist nicht Russland, ist die russische Führung unterzieht uns allen offensichtlich diese Propaganda. Und das machen Freunde einfach nicht.